So, liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich zu diesem Stream am Sonntag zu One Piece Kapitel 1073, das One Piece Kapitel, wo wir endlich den Namen eines Gorosei erfahren haben, und zwar Saturn. Er heißt Saturn, liebe Leute, und ist auch einer der Tenryubito. Und wir erfahren da noch die Info, dass Weevil entführt wurde von Green Bull, als er bei der Abwesenheit von Marco auf die Heimatinsel von Whitebeard aufgepasst hat, Leute. Ein geisteskrankes Kapitel, muss ich sagen. Ich freue mich auf den Stream. Vorweg. Kann sein, dass ich noch verwirrter bin als sonst, Leute, denn ich habe die ganze Nacht Monster Hunter gespielt und habe nicht viel geschlafen, Leute. Aber Stream findet statt, immer um 11.02 Uhr. Ihr kennt's, Leute. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Leute, geisteskrankes Kapitel. Wirklich viel Hype auch gerade zur Zeit in der One Piece Community, wo die Gorosei reingebracht werden jetzt ins Spiel. Und auch gerade, dass hier einfach jemand jetzt aufbricht, so. Und wir reden natürlich gleich darüber, warum bricht dieser Gorosei jetzt auf mit Kizaru, als wäre Kizaru mit einer Flotte nicht theoretisch genug. Also damals war gefühlt ein Admiral so das Krasseste vom Krassesten. So, man musste sich um nichts mehr Gedanken machen. Aber ich denke eigentlich, im Normalfall dürfte Saturn nur dabei sein wegen, ja, wegen der Autoritätskette von den Seraphims, um die jetzt letztendlich noch auf die Seite der Weltregierung zu ziehen, bevor Vegapunk da durchzieht. Im Normalfall. Aber dieser Saturn hier, der Gorosei, sagt hier so mäßig, dass er das sehr bedauernswert und schade findet, dass es jetzt so weit kommen muss. Also bahnt sich da vielleicht noch was viel Krasseres an, Leute. Geisteskrank. Wie kann man mit Baby eine ganze Nacht zocken, Leute? Ja, das Baby schläft schon einigermaßen. Also mehr als ich auf jeden Fall. Du bist voll korrekt und Ehrenmann, feier dich sehr, Bro. Kaled, vielen, vielen Dank. Skyrim Boss ist auch am Start, nice. Oberle habe ich, glaube ich, auch schon gerade gesehen. Crazy Rookie auch am Start, freut mich, Leute. Also, man merkt doch jetzt gerade so, dass so ein bisschen die schlafenden Kollegen wieder geweckt werden, wenn es um One Piece geht. Leute, merkt ihr das auch so ein bisschen jetzt gerade, wenn One Piece wieder so richtig heiß wird und jede Woche gefühlt was Krasses enthüllt wird? Will wieder oder wollen mehr Leute wieder mitreden und mehr Leute sind wieder up to date. So, und jetzt kommt noch eine absolute Empfehlung raus. Und zwar, ich sag's öfter hier mal im Stream am Sonntag, aber heute nochmal extrem. Ihr müsst euch heute die One Piece Folge angucken, denn die soll geisteskrank gestört sein. Die soll so geil animiert sein, dass dann da einer flitzen geht. Ich selber habe sie noch nicht gesehen. Ich gucke sie mir gleich an nach dem Stream mit Ruffy. Wir reacten live sogar drauf, weil das wieder so eine Highlight-Folge sein soll. Ich habe noch nichts gesehen. Ja, Leute, aber geisteskrank. Moin Theo, werde Theorie, dass Karibu ein Klon von Zebek ist, Leute. Ah, Karibu, ja, okay. Dragon, Blackbeard, dass sie die Klone von Zebek sind und jetzt noch Karibu. Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Weiß einer, wann der Fight endlich losgeht? Welchen Fight meinst du denn, Crazy Rookie? Das Ende war insane. Das Ende der Folge war insane. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin so gehypt. So, Leute. Wir reden jetzt aber gleich erstmal über das Chapter. Denn da gibt es auf jeden Fall viel zu reden. Moin Theo, alter OP-Junkie. Was geht, Leute? Freut mich. Ey, wir versammeln uns immer alle am Sonntag hier. So, das ist so geil. Wurde Ruffy gespoilert? Von was wurde er gespoilert? Ich glaube, von dem Chapter hier. Ich glaube, er hat kurz irgendwas auf der Timeline gehabt, so. Aber der, es wird auf jeden Fall geil heute. Gear 5 Fight. Ach, der Gear 5 Fight kommt, glaube ich, im Juni. Im Juni müsste er dran sein, im Anime. So. Karibu arbeitet für Crocodile. So, Leute. Aber lass uns erstmal jetzt über das Chapter reden. Mit euren Quatsch fragen, ich sehe das schon wieder. So, erstmal der Kampf Stussy gegen Rob Lucky, Leute. Was habt ihr dazu zu sagen? Was habt ihr dazu zu sagen? Also, ich fand's, es ist halt nicht das war halt nicht der männlichste Weg von Stussy, jetzt den Kampf so zu lösen, ne? Also, hat sie auch selber gesagt, dass sie weiß, wie stark die sind und dass sie dumm wäre, wenn sie den Kampf so angehen würde. Mit dem Seestein sehr geil gemacht. Aber auch ein bisschen enttäuschend, ne? Dass Rob Lucky jetzt nochmal hier auf die Fresse kriegt. Also, gefühlt zweimal von Ruffy wurde er durch die Map geprügelt. Und jetzt, jetzt nochmal von Stussy so gefühlt mit einem kleinen Lippenstift besiegt, Leute. Alter. Also, irgendwie, weiß ich nicht, wie will uns Oda jetzt Rob Lucky irgendwie noch gefährlich inszenieren? Kann ich nicht glauben. Seestein-Lippenstift, ja, das ist schon sehr, sehr hinterlistig, ne? Die Methoden einer Frau. Gift und, keine Ahnung, und hinterlistige Aktion. Mahlzeit, Mahlzeit. Aber er hat sich gut gegen G5 geschlagen. Ja, man muss es ja fast schon so ausdrücken, ne? Rob Lucky hat sich gut gegen G5 geschlagen, ja. Eigentlich hast du recht. So. Was war noch erwähnenswert? Ja, okay, der Kampf und auch, dass du es jetzt mitsegelt erstmal, wie es scheint, ne? Also, finde ich auch ein bisschen komisch erstmal. Aber vielleicht erfahren wir über... Ja, wir können über Vegapunk und Stussy schon noch eigentlich Informationen über die Rocks erfahren, ne? CP0 größten Reihenfälle. Man muss auch sagen, bei Dings haben die auch echt kassiert, ne? Also auf Wano hat doch der eine Gorosei da auch auf den Döds bekommen.
Gorosei, sag ich schon. Genau, der Gorosei hat auf den Dötz bekommen. Leute, ich muss mal Fenster aufmachen. Sonst ersticke ich hier. Das hören alle draußen meinen Stream, aber scheißegal. So, Leute, ja, also die CP0 waren eigentlich im Großen und Ganzen eine Enttäuschung, ne? Damals schon, ich weiß nicht, Film Gold, ich weiß nicht genau, wann der rauskam, 2019 oder so, kann das sein? 2018, 19 oder so? Kam ja Film Gold raus und da gab es nochmal so ein Special, das hieß Heart of Gold. Und da hat man, das war so ein Anime-Special, und da hat man einmal die CP0 auch, Leute von der CP0 kämpfen sehen, gegen diesen 0-15-Antagonist, den Ruffy dann wiederum direkt besiegt hat. Und da dachte ich schon so, was machen hier in einem Filler diese CP0-Leute so down, so, wo man auch dachte, das sind die absoluten eiskalten Killer, die jeden sofort umbringen und auf Admiralslevel fast sind, so, habe ich gedacht, haben viele gedacht, so. Und da wurden die schon so durch die Map gepeitscht. Und weiß ich nicht, es ist jetzt wirklich eigentlich so, ne? Mad Tresor, ja, also der war aber geil. Ich fand das geil, das Special. Eins der geilsten. 2017 war das sogar, Alter, krass. Freue mich auf dein Saturn, Jupiter und so weiter Video. Naja, nächste Woche kommt es auf jeden Fall, dieses Video zu den Gorosei. Also, dass sie nach Planeten benannt wurden, Leute, ich glaube, das ist am wahrscheinlichsten, ne? Die fünf Weisen sind wie Digimon, jetzt die Meister der Dunkelheit. Leute, wir reden gleich darüber, so. Was ist noch wichtig zu sagen? Genau, die Seraphims sind jetzt auf der Seite von Ruffy erstmal. Also es scheint jetzt erstmal so, okay, die Seraphims sind gerettet. Theoretisch müssen die jetzt so schnell es geht durchziehen. Und genau das wollen sie ja eigentlich auch. Ruffy und Chopper suchen ja auch irgendwie Vegapunk und Bonnie. Aber die sind ja unten im Keller versteckt in diesem Kuma-Raum. Und da kriegt gerade Bonnie wahrscheinlich die Überflashbacks von Kuma reingedonnert. Also, ja, das wird so ein bisschen extra zurückgehalten jetzt so, dieser Aufbruch, dass sie nicht losziehen können. Sonst direkt mit Stussy und den Seraphims durchziehen, dann haben die so eine Streitmacht, dann kann theoretisch wirklich nur noch das Treffen von einem Gorosei oder so den Strich durch die Rechnung machen. Aber, Leute, jetzt mal ernsthaft. So, die Seraphims sind das krasseste und gefährlichste, was die Weltregierung wahrscheinlich mit zu bieten hat. Mit jetzt diesem Laser, Imsama und den Gorosei mal ausgenommen. Also, ich finde, oder sind die Seraphims stärker als die CP0-Leute? Sind die stärker als die CP0? Ich würde jetzt fast sagen, ja. Die sind stärker und das sind ja noch Kinder, Jugendliche mehr oder weniger, die Seraphims. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Laufe der Story, wie wir sie jetzt erleben, noch schnell altern. So nochmal in so einem Wassertank und dann, wisst ihr, und dann sind die nochmal, werden die nochmal alt gemacht, so mäßig. Und so ein erwachsener Mihawk mit dem vollen Potenzial in seiner Prime, mit Lunaria-Blut, mit noch einer Teufelsfrucht, wo wir auch gleich nochmal drüber reden, über die Teufelsfrucht. Denn viele haben da einen Hinweis gesehen, welche Teufelsfrucht dieser Mihawk haben könnte. Ich würde aber auch sagen, die sind stärker. So, und wenn sie jetzt noch nicht als Kinder-Seraphim, sag ich mal, stärker sind, dann werden sie es auf jeden Fall noch. Ich hoffe auch, dass die Seraphims noch das volle Potenzial kriegen, so wisst ihr, dass man da nochmal sieht, was sie wirklich drauf hätten oder haben, wenn sie dann voll sind. Weil ich glaube, wir haben den Jinbei auch vor seinem Wassertank gesehen in seinem Raum. Was stand da nochmal für eine Zahl? Da stand, glaube ich, irgend so eine Zahl an seinem Wassertank, so wahrscheinlich zu wie viel Prozent er vollendet ist oder, wisst ihr, sowas könnte ich mir vorstellen. Seraphim sind stärker. Ja, ich würde sogar auch jetzt schon sagen, die sind stärker. Ich glaube nicht, dass die altern. Ja, doch, doch. Ich glaube schon, die altern. Und ich kann mir vorstellen, dass die schneller altern. 89 oder sowas stand da. Ja, überlegt. Oder 98. Ja, das war eine sehr hohe Zahl, ne? Als hätte nur noch sehr wenig gefehlt. Das war ein cleverer Schachzug von Oda mit den Gorosei. Jetzt ist gleich Schluss mit der Klon-Thematik. Meinst du? Wieso das denn? Also, okay, was sollte denn Schluss sein mit der Klon-Thematik, wenn jetzt der Gorosei kommt? Also, Stussy? Meinst du, er bringt Stussy um? Leute, ich gehe gleich auf die Spenden ein. Leonard, ich habe deine Spende gesehen. Ich sehe eure Spenden, Leute. Vielen, vielen Dank. Wieso wurden die aber nicht eingeblendet, frage ich mich. Ich gehe gleich drauf ein, aber erstmal kurz, ihr wisst es, ich mache es immer so, Leute. Erstmal kurz ein bisschen freier Talk über das Chapter und so und dann eure Wort-für-Wort-Spenden über das Chapter und dann können wir darüber nochmal reden. So, einer schreibt schon, Ruffy gleich die Sonne wegen Sonnengott Nika, Blackbeard gleich der Mond wegen, keine Ahnung, wegen dem Mond als Bild, wo er da als Kind gesessen hat, keine Ahnung, und noch nie geschlafen. Blackbeard hat auch noch nie geschlafen. Leute, das ist eigentlich vielleicht ein Fakt, vielleicht ist er ja auch ich will nicht sagen Edward Weevil missratener Klon, aber warum kann Blackbeard nicht, oder warum hat er noch nie geschlafen, dieses Gerücht? Ich glaube, da ist auch was dran, muss ja, wenn das da reingebracht wird, so. Imo gleich Erde, meine Theorie dazu. Ja, meine Theorie ist ein bisschen hochgegriffen, weil die habe ich in den letzten Tagen sehr oft gelesen. So, Oharas neues Video gesehen, habe ich gesehen, Digga. Vielen Dank fürs Mitglied werden nochmal, fürs 46 Monate, Digga, Maxim. Das ist echt krank. Und natürlich Meinung, also meine Meinung dazu, ich habe es halt nicht komplett gesehen, ich habe es nur gesehen in der Abo-Box. Ich habe, glaube ich, den Anfang gesehen.
Das war auch mit den Gorosei und mit den Namen und ich glaube mit irgendwelchen Elementen nochmal, ne? Ja, ist schon nicht schlecht. Also ich müsste das nochmal direkt so 100% bei vollem Bewusstsein gucken. Weißt du, ich habe nebenbei, glaube ich, Overwatch gezockt oder sowas. Das ist halt das Ding. Und ja, ich finde oft aber jetzt solche Theorien, was ich jetzt in den letzten Tagen gesehen habe, finde ich wirklich noch ziemlich weit hergeholt. Jetzt, also, man hat jetzt den Namen von ihm bekommen, so, Saturn. Man kann da schon ein bisschen was draus schließen, aber... Ey, wirklich, oder geht in der letzten Zeit immer so Wege, weiß ich nicht, die man gar nicht so richtig predikten kann. Und auch bei Gear 5 und so waren ja viele Sachen kompletter Schwachsinn. Sogar noch ein, zwei Chapter oder ein Chapter vor Gear 5, wo man schon dachte, man hat es verstanden so. Und dann hat man es immer noch nicht verstanden. Oder geht doch noch einen anderen Weg, wisst ihr. Levin, das Monster, 80 Kilo. Okay, Leute, jetzt schreibt ihr nur noch Quatsch. Diese Klon-Thematik nimmt voll den Charme, feiere ich null. Habe ich auch oft gelesen in letzter Zeit, dass Leute das überhaupt nicht feiern, das ist absoluter Schwachsinn so mit Klonen. Aber Leute, ihr müsst auch überlegen, ihr hört das gerade so prägnant überall, One Piece Klone und der ist der Klon von dem und so, weil das gerade jetzt enthüllt wurde, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist vielleicht gar nicht so ein Riesending. Also, okay, dass Edward Weevil jetzt ein zusammengeflickter, zusammengenähter, missratener Whitebeard-Klon ist, wo wahrscheinlich wirklich ein bisschen DNA von Whitebeard drin ist, so. Woran sieht man das? Vielleicht an den blonden Haaren und an der Stärke, die ja auch laut Kizaru so stark sein soll wie ein junger Whitebeard. Aber keine Ahnung, Stussy ist die erste erfolgreiche Klon, den man gesehen hat, so. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, es ist halt die Frage, was Oda daraus macht, ne? Ob jetzt wirklich noch mehrere Klone auftauchen, ob jetzt wirklich das mit Dragon oder mit anderen Charakteren noch, wenn Zorro jetzt wirklich der Klon von oder aus der DNA von Ryuma noch entstanden ist oder sowas, das wäre, Leute, natürlich, das feiern wir alle nicht so, glaube ich, also gibt es wenig, die das, glaube ich, feiern würden. Klone hatten wir schon auf Thrillerbug ein bisschen, ja, und es ist ja jetzt auch nicht so krass, also es kommt drauf an, wie gesagt, wenn Oda da jetzt wirklich Angriff der Klonkrieger draus macht und jeder zweite Charakter eigentlich ein Klon ist aus irgendeiner Person von vor 800 Jahren oder so, die archiviert war, dann würde ich es auch nicht so feiern. Aber Leute, ihr wisst es. Let Oda cook, genau. Let him cook. genau das ist hier an der Tagesordnung, Leute. So, die Geschichte mit Stussy und Edward Weevil. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finden soll. Ich finde auch, dass diese Stussy, die alte Oma hier, dass die ganz anders ist so als unsere Stussy, die wir kennen da. Diese, die noch so ein bisschen, weiß ich nicht, die wirkt so ein bisschen über den Ding, so völlig... gelassen und überlegen, die Stussy jetzt, die da Rob Lucky platt gemacht hat. Und die Miss Bucking, die alte, die wirkt tattrig und verwirrt und keine Ahnung, selbsternannte Wissenschaftlerin, so als wäre sie es nicht, aber will es sein, so wisst ihr, und hat dann versucht, diesen Weevil da zusammen zu flicken. Also es wirkt noch ein bisschen, weiß ich nicht, also vielleicht ist das aber auch die Erklärung, dass selbst aus der gleichen DNA werden da zwei verschiedene Personen draus. Wisst ihr, dass einfach Stussy, die jetzt da Rob Lucky platt gemacht hat, eine ganz andere Stussy ist als die Miss Bucking Stussy. Wisst ihr, weil die einfach unter anderen Umständen aufgewachsen sind, so, also das, vielleicht ist das doch nochmal so eine Lehre, die Oda uns zeigen will. Ja, sie ist super alt, ja, vielleicht ist sie deshalb auch maximal verwirrt. Die Alte hat lange kein Blut mehr getrunken, deshalb sieht sie so aus. Das wäre krass so, also wenn sie auch diese Teufelsfrucht hätte, aber ich glaube das nicht. Oder, Leute, wie meint ihr das? Meint ihr, die alte Oma Stussy, die Miss Bucking, hat auch diese Teufelsfrucht, wie die junge Stussy? Leute, ich glaube nicht. Ich glaube, die Klon-Stussy hat die Teufelsfrucht gegessen. Ganz normal, auf ganz normale Weise. Es wäre krass, wenn die auch die Teufelsfrucht hat und Vegapunk diese Frucht, die mystische Zoan, die Vampir-mystische Zoan, kopiert hat oder so, auch für sie oder so, und sie die dann gegessen hat oder so. Schwer zu sagen, nein. Ey, das wäre krass. Also, wenn wir das erleben, dass diese Stussy, also, weiß ich nicht, das wäre so krass. Weil, überleg mal, das ist ja eine mystische Zoan. Vegapunk kann die kopieren. Das hat er auch mit Kaidos mystischen Zoan gemacht und die hat ja Momo gegessen, so. Wie krass wäre das aber, wenn die Klon-Stussy aus der DNA ist von Miss Bucking und gar keine Teufelsfrucht gegessen hat, sondern dass diese Teufelsfrucht, die Miss Bucking gegessen hat, die Vampirfrucht, diese alte Oma, dass das vielleicht schon in der DNA vorhanden war, sodass diese Stussy jetzt gar keine Teufelsfrucht gegessen hat. Und das einfach in ihrer DNA ist so, weil das dann ein DNA-Pool ist oder sowas vielleicht. Stellt euch mal vor. Dann könnte man einfach Teufelsfrüchte manifestieren in den Körper, so, wisst ihr? Das, ohne dass man eine Teufelsfrucht gegessen hat. Das wäre heftig. Ruffy ist kein Klon, WTF. Ey, Pascal, du lachst, aber da viele denken sowas jetzt gerade. Viele denken das jetzt gerade.
warum so überzeugt, dass eine mystische Zorn ist? Also erst einmal, weil sie da so Flügel auf dem Rücken hat, was ja eigentlich auch dann eine ganz normale Zorn-Vampir sein könnte oder so. Aber dass sie da Blut aussaugt, weiß ich nicht. Und diese komische Papierkunst, die sie da gemacht hat mit ihrem Klon, könnte auch eine Teufelsfruchtfähigkeit gewesen sein. Das wirkt halt ein bisschen mystisch, so dass es eine normale Tierfrucht ist, wisst ihr? Buggy ist der Klon von Zebek, Leute. Es gibt wirklich 4-5 Personen, die in Frage kommen könnten für den Klon von Zebek, Leute. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. So, wir gehen gleich auf die Spenden ein. Einmal kurz nochmal zu Sankt J. Garcia Saturn, Leute. Warum ist der da? Fledermäuse trinken auch Blut. Ja, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Irgendwie ist das ein bisschen... Es wirkt für mich mystisch. Es könnte auch wirklich eine ganz normale Zorn sein, aber dann weiß ich nicht. Wäre auch ein bisschen lame so, oder nicht? So, wenn... Das ist Stussy so. Also vielleicht... Meint ihr, die hat die Frucht auch durch Vegapunk da bekommen auf Egghead und so? Oder hat sie die vielleicht gar nicht... Vielleicht wissen die gar nichts davon. Stussy gleich Skyrim-Vampir, Lord. Ja, ey, alias Mr. Second. Ich denke immer, wenn ich an diese Frucht denke und wenn ich an Vampir-Lord denke oder sowas, dann denke ich an den Skyrim-Vampir-Lord, ja. 1:1 aus dem Dawnguard-DLC. Vegapunk hat Roger geklont. Leute, das ist halt auch noch die Frage, ne? Ob es noch andere Seraphims gibt, ne? Das wäre halt der Übermove jetzt, ne? Das wäre der Übermove von Saturn, wenn er da hingeht und weiß, da ist noch ein Kaido-Seraphim, da ist noch ein Roger-Seraphim. Oder stell euch mal vor, sowas Überkrasses, was wir vielleicht noch gar nicht jetzt sehen. Wir sehen ja immer diese gleichen Seraphims hier. Wir sehen ja... Und gefühlt habe ich mich schon an die gewöhnt. So, wisst ihr, es ist gar nichts mehr Besonderes so richtig. So, also, was ist mit Saturn, Leute? Warum ist der da, Leute? Also, meiner Meinung nach... Also... Im Normalfall dürfte das, also wenn man ganz logisch jetzt nach dem, was wir gelernt haben aus den letzten Chaptern, ist das eigentlich nur aufgrund der Autoritätspyramide da, bei den Seraphims, oder? Um die Seraphims auf der Seite der Weltregierung zu schützen. Aber warum wird er hier, warum redet der Saturn so, als wäre das schade, so als wäre Vegapunk jetzt schon tot, abgeschrieben? Viele sagen auch, dass Saturn irgendwie mit dem Gott der Zeit oder so zusammenhängt. Da gibt es so Theorien, Leute, dass der jetzt irgendwie die Zeit zurückdreht, der Saturn oder so. Ey Leute, ich bin so gespannt, was der da macht. Der hat so ein, also der ist vernarbt, der wird irgendwie kämpferisch auch was drauf haben, denke ich mal, allgemein. Die fünf Weisen werden kämpferisch absolute Monster sein, glaube ich. Weil die waren nicht mal eingeschüchtert vor Shanks oder sowas, wenn der da vor denen steht oder so. Wenn das wirklich nur 5 alte Greise sind, die da vor sich hin geiern und keine Ahnung, nur Entscheidungen machen, aber so vom Schlag Himmelsdrache sind, so, also Terribito, so diese, wisst ihr, nur Autorität, aber nichts dahinter so mäßig, dann wären die nicht so eiskalt Shanks gegenüber auch und so. Das sind alte, vernarbte Badass-Opas, Leute. Also, wenn wir eins gelernt haben aus Animes und Mangas, dann wissen wir, dass das absolute Ficker sein werden, Leute. Oder nicht? Der wird getötet bestimmt, also auf keinen Fall. Ich glaube, Saturn tötet. Ich glaube, Saturn nimmt erstmal Rob Lucky und bricht ihn durch. Ich könnte mir echt sowas vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Saturn da die Insel kurz und klein macht. Also richtig massiv kurz und klein. Vielleicht wirklich mit diesem Laser oder sowas überkrasses so. So Buster-Callig, die ganze Insel platt machen. Vielleicht mit einer Fähigkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine Teufelsfrucht hat. Dass die 5 Weisen allgemein krasse Teufelsfrüchte haben. Oder halt antike Waffen. Weil ihr wisst ja auch, die antiken Waffen, die haben ja auch so komische Namen, wisst ihr? Also die alle auch so theoretisch in diese Planeten, in das Planetenthema reinpassen. So, und viele sagen, dass sie jetzt auch Kräfte haben, die antiken Waffen ebenbürtig sind, so. Und wenn der jetzt Ecke zerstört, so auf den, ja, schade, Vegapunk, aber ich muss dich jetzt kurz und klein machen. So, er will sich wahrscheinlich nur die Seraphims einmal holen und dann die Insel kurz und klein machen. Also das wäre richtig krass. Weil, überlegt mal, im Normalfall, wenn er nur da ist wegen den Seraphims und der Autorität, so, ja, wir müssen die jetzt auf unsere Seite bringen, dann müsste der aber auch, weil das ja nicht über Teleschnecke geht, also der Gorosei muss halt da vor Ort sein, ne? Das ist halt das Krasse. Deswegen bin ich mir auch so sicher, dass der halt, wie gesagt, auch auf die trifft eigentlich, ne? Die haben alle Narben, ja. Leute, überlegt mal. Wir haben gesehen, dass man, oder auch das jetzt, das voll ein Problem war in dem Chapter, dass Vegapunk oder Lilith, die anderen Vegapunks, dass die halt vor den Seraphims sein müssen, vor Ort. Die können nicht per Lautsprecher oder per Teleschnecke sagen, so Befehle geben, jo, Seraphims, kommt mal zurück oder so. Die müssen da vor Ort sein und müssen denen das ins Gesicht sagen, sozusagen, den Befehl so. So, und die Seraphims sind jetzt bei der Truppe von Ruffy und so, bei den Strohhüten, bei Vegapunk und so. Die sind da jetzt. Das bedeutet, wenn der Gorosei die Seraphims retten will und jetzt auf deren Seite bringen will, dann muss der wirklich vor Ort in Fleisch und Blut, muss der Gorosei vor denen stehen. Also wir kriegen dieses direkte Treffen so, das ist eigentlich so geil.
Weil normalerweise würde ich jetzt denken, oder macht er nur so einen Move, dass der Gorosei da auf dem Schiff irgendwo sitzt in der Kabine oder, weiß ich nicht, an der Reling vom Schiff steht und da irgendwie seine Moves aus der Distanz macht, so, und wir gar nicht so dieses wahre Treffen kriegen. Das wäre eigentlich Oda-like so. Aber das geht in dem Fall nicht. In dem Fall muss der Gorosei in Fleisch und Blut da gefühlt vor Ruffy stehen. Ey. Und das ist ja eigentlich auch so gefährlich für den Gorosei. Und der ist ja verletzlich so. Überlegt mal, das Essen und die Cracker und so werden getestet, dass sie vergiftet sind so. Also, das ist jetzt kein unverwundbarer Gott so. Also, der kann durch Gift getötet werden so. So muss man ja eigentlich jetzt von ausgehen, ne? Wenn da gefühlt der Tee und so auf Gift getestet wird. Also, der ist auch nur ein Mensch wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann er nicht mehr altern so. Also, durch Alter sterben so. Aber wie krass ist das? Und Kizaru ist ja auch noch da. Ja, Kizaru dürfen wir auch nicht vergessen. Das Ding ist halt, sobald der Gorosei einmal auch den Kuma-Seraphim auf seiner Seite hat, kann der halt auch teleportieren, ne? Das hat ja auch Rob Lucky schon demonstriert. So haben die sich auch auf die Insel geschlichen und so. Einfach durch den, mit der Tatzenfrucht, Leute, können die sich einfach teleportieren. Heftig. Kizaru ist der Bodyguard. Ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt Gear 5 Ruffy auf Kizaru springt, dann kann der nicht groß noch bodyguarden, so. Dann könnte Zoro auf den Gorosei springen, so, wisst ihr, also Normalfall, aber wir wissen eh, dass das noch viel krasser wird. Und wir wissen auch nicht, wer da noch auf den Schiffen ist. Ne? Viele sagen, dass da noch Green Bull auf einem anderen Schiff ist und so, weil alle Schiffe, Leute, alle Schiffe wurden dazu jetzt beauftragt, dahin zu segeln. Theo ignoriert. So, Leute, ich gehe jetzt auf die Spenden ein. Okay, es tut mir leid, ich musste hier meine Monologe durchführen, Leute, die ich im Kopf mit mir rumtrage seit ein paar Tagen. So, Joyboy Seraphim, genau. Ruffy war der Versuch, Joyboy zu klonen. Oh mein Gott. Kizaru ist der Kellner. Digga, 1:1, Digga. Ey, Kizaru wurde einfach für den Gorosei als Kellner degradiert. So, wirklich, kann man fast schon sagen. Green Bull hat Weevil besiegt. Das bedeutet, er ist nicht so stark wie Whitebeard. Ja, also die Stärke soll halt, so, also die pure Stärke soll halt dem ebenbürtig sein von dem jungen Whitebeard. So die rohe Gewalt wahrscheinlich so. Also Edward Weevil ist aber einer, der emotionsgetrieben wie so ein Bud Spencer da nur reinhaut. So ohne, also ich will jetzt Bud Spencer kleinreden, aber so ohne Gehirn draufprügelt, wisst ihr? Also Whitebeard hat ja wenigstens noch irgendwie Ehre, Anstand und Taktik vielleicht ein bisschen in seinem kämpferischen Dasein so. Also Weevil ist einfach nur so, wisst ihr, so, da ist böse, da hau ich drauf so mäßig. Deswegen kann man den leicht überlisten. Und gerade Green Bull ist so ein Abgewichster. Der hat den einfach mit seinen Ranken befestigt und leer gesaugt. So, Leute. Durch Mind auch zu overpowern. Der Weevil. So, Leute. Also, wir haben hier eine Spende von Leonard. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Bro, denkst du, Law könnte den Darth Vader-Move machen und sich Blackbeard anschließen? Boah, das wäre mal ganz etwas Neues. Also, Digga, Stussy und Yamato neue Strohhüte, Stussy ist der Hammer. Also, nein. Erstmal Stussy und Yamato niemals neue Strohhüte. Also, Yamato vielleicht, wenn sie jetzt nur, also, ey, diese Yamato-Thematik, Leute, das Fass will ich jetzt gerade nicht aufmachen. Was trinke ich, Leute? Keine Werbung, aber ich bin zurzeit auf den Almdudler-Trip gefangen, Leute. Sieht man das? Wow, Almdudler, Leute. Beste. Bud D. Spencer. Nee, aber Stussy wird auf jeden Fall kein Dings. Also, die wird da mitsegeln vielleicht, aber dann Yamato ist ein Mitglied. Ja, sie wurde schon, aber sie bleibt ja da. Und die Strohhüte segeln ja immer weiter jetzt. So, die segeln ja erstmal nicht zurück. Die segeln ja jetzt wahrscheinlich danach nach Egghead nicht wieder zurück nach Wano. Die segeln ja wahrscheinlich dann Richtung sonst was, wisst ihr? Richtung Elban oder so. Und das ist ja genau in der gegengesetzten Richtung. Also frage ich mich, wie sollen die denn nochmal bei Wano die Leute einsammeln? Das ist ja dann erst ganz zum Schluss für den letzten Krieg so nochmal so eine Einsammelaktion. Aber ihr wisst, Leute, die Grenzen müssen noch geöffnet werden und alles und so. Und da muss es eh nochmal zurückgehen. Da ist eine antike Waffe, die wird eh benötigt und so. Deswegen, na. So, und es kann jetzt auch sein, dass, wo auch viele von ausgehen, ich glaube, ich habe heute von Kage ein Video gesehen, von gestern oder so, habe ich mir das angeguckt. Der hat auch gesagt oder angenommen, glaube ich, dass vielleicht jetzt sogar durch den Gorosei dieser Kuma-Seraphim benutzt werden kann, um wieder die Strohhüte zu trennen oder so. Wisst ihr, der kann ja einfach mit der Tatzenfrucht die Leute wieder durch 3 Tage durch die Luft schicken so und wegteleportieren so. So, und da können selbst die Strohhüte nichts machen so. Da können die nichts machen. Da kannst du noch so viele Haki haben, glaube ich, wenn du da wegteleportiert wirst von so einem Kuma. Dann bist du auf der anderen Seite des Planeten auf einmal so. Und dann kommst du da erst in Wochen, Monaten hin so. Dann muss wieder so ein gefühlt kleiner Timeskip kommen. Viele sagen auch jetzt so ein kleiner Apple Down Arc oder so, dass das jetzt vielleicht sogar eine richtige Strohhut-Niederlage nochmal wird, wie bei Sabaody. Dass man jetzt hier einmal nicht Kizaru taucht wieder auf, genau wie bei Sabaody so.
taucht Kizaru auf und da mit Kuma und so. Und jetzt ist auch wieder der Kuma hier in aller Munde, so der echte Kuma, aber auch der Seraphim-Kuma. Weiß ich, man könnte hier schon wieder jetzt eine große Niederlage machen, so, ne? Gerade Ruffy, siegessicher, fühlt sich krass mit seinem, oder wir fühlen uns krass, so dass Ruffy Gear 5 hat, so, und denken, eigentlich kann nichts mehr viel passieren. Und jetzt kommt aber sowas, eine große Niederlage, irgendwie Überlistung, und die Strukturen sind wieder getrennt oder sowas und müssen sich, aber das wäre irgendwie, weiß ich nicht. So, wann gibt's dann Elban? Wisst ihr, wenn jetzt nochmal so ein Strohhüte werden getrennt Arc kommt. Aber es reicht ja schon ein Strohhut. Wenn ein Strohhut jetzt wegteleportiert wird, so, dann heißt es schon so, okay, die ganze Strohhutbande muss da hinterher segeln oder sowas. So. So, und dass Law sich jetzt Blackbeard anschließt, weiß ich nicht. Sehe ich eher nicht so. Sehe ich eher nicht so. Also auf keinen Fall. Also er würde, glaube ich, eher sterben. So, der Oberle, vielen, vielen Dank. Whitebeard Junior, der Herr der fünf Elemente des Universums, Digga. Da Aramaki, also Green Bull, Weevil wahrscheinlich auch ausgetrocknete, meinst du, er bekommt dadurch auf Margin Buu angelehnt ein Badass-Design? Ey, das wäre krass, wenn er jetzt wirklich, stell mal vor, er sieht jetzt wirklich aus wie der junge Whitebeard, so völlig breit und muskulös, so nur mit Nähten, nur weil er auf einmal dünn ist, so, es wäre echt krass, aber glaube ich nicht. Denkst du, Saturn kommt wegen was Politischen, weil Luki einen Kaiser angegriffen hat? Nee. Ich glaube nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Gorosei hier Rob Luki wie einen benutzten Putzlumpen wegschmeißt. Kann ich mir vorstellen. So, wenn er jetzt denkt, so, ja, okay, Rob Luki, Ecki, die haben wieder versagt, so, solche Nichtsnutze, so, und er muss selber kommen und keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass er jetzt, wenn er die Insel kurz und klein macht, dass er dann auf jeden Fall auf Rob Luki und so scheißt. Oder? Ich glaube, also, ich kann mir vorstellen, dass der Gorosei jetzt komplett Rob Luki vielleicht sogar in der Luft durchbricht. Und wir vielleicht das sogar noch demonstriert kriegen. Das wäre eigentlich ziemlich traurig für Rob Luki, wenn das jetzt sein Schicksal wäre. Das wäre echt sad. Aber das ist halt die erneute Bestätigung, so, dass Rob Luki für die Weltregierung nichts, so ein Haufen Scheiße gefühlt ist, so. Saturn one-hitted Ruffy. Also sowas, ey, sowas würde ich so feiern, ne? Sowas würde ich so feiern. Also, die können mir jetzt nicht erklären, dass irgendwie Ruffy den Gorosei hier irgendwie so, das wäre so traurig. Also, ich würde es nicht feiern, wenn es Ruffy irgendwie den Gorosei hier klein macht oder so. Das könnte ich dann nicht verkraften. So. Alias Mr. Second, vielen, vielen Dank. Wie wird Stussys Zukunft aussehen? Mit Vegapunk zu den Revus? Ja, ich glaube, genau da hast du es auf den Punkt getroffen. Auf den Kopf getroffen. Oder tot in diesem Arc? Das ist die zweite Lösung. Für mich gibt es auch nur, okay, der Gorosei macht jetzt da kurz und klein, macht Stussy kurz und klein und tötet sie oder sowas. Und Vegapunk und alle da, keine Ahnung. Ich kann es mir vorstellen, dass der Gorosei jetzt uns wirklich erschreckend demonstrativ jetzt alles zeigt, so, was er kann und dass die auf alles scheißen, so jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Aber sonst sehe ich Stussy und Vegapunk auch bei den Revus noch an der Seite. Wird der Stream später hochgeladen? Ja, wird er. Ich lade die jetzt nochmal extra hoch. Also separat nochmal als extra Video heute. Das allererste Mal lade ich den Stream hoch. Weil YouTube irgendwas gemacht hat, Leute. Die Streams, die ich hier mache, die waren ja, oder die sind dann ja immer noch existent in der Abo-Box irgendwie. Aber die kommen nicht mehr in die Abo-Box und die sind irgendwie so schwer zu finden. Man muss jetzt auf meinen Kanal gehen und muss dann auf Live drücken oben, um dann den Stream zu finden. Völlig bescheuert. Also, damals war das ganz normal bei Videos, so ein Upload einfach, dann der Stream so. Jetzt ist das voll schwer zu finden und deswegen haben die Streams auch weniger Klicks jetzt im Nachhinein. Ich werde die Streams jetzt separat hier, ich nehme das jetzt gerade live mit auf, so, werde ich dann hochladen. Rob Luki schließt sich Ruffy an. Hey, durch den Verrat, also wenn Rob Luki jetzt so weggeschmissen wird und so auf der Flucht ist vor den fünf Weisen und vor der Weltregierung, ey, und Ruffy dann noch ihm Schutz bietet, also ich weiß nicht, das wäre eigentlich too much, aber es wäre irgendwie krass. So, dann haben wir Harald der Boss. Vielen, vielen Dank. Bin auch sehr gespannt, was der Gorosei auf Egghead will. Ah, das ist wirklich die größte Frage eigentlich, ne? Frage mich auch die ganze Zeit, ob die fünf Weisen generell Kampfskills haben. Zu 100%. Also zu 100% haben die maximale, so, ich will nicht sagen, die sind auf Garb-Niveau, aber so in etwa sehe ich die jetzt in meinem Kopf so. Und wenn es nicht so wäre, wäre ich auch echt ein bisschen enttäuscht. Also wirklich. Gerade der mit dem Kitetsu der ersten Generation, der Glatzköpfige. Und hier der mit dem, der hat ja, also der Saturn, der hat ja so einen dicken Holzknüppel. Leute, eigentlich will ich sehen, wie der mit dem dicken Holzknüppel da jemanden, weiß ich nicht, eine Schelle gibt oder sowas. Aber ich glaube, so werden wir den nicht sehen. Wir werden den nicht so außer Rand und Band sehen, glaube ich, Leute. Ich glaube, das sehen wir nicht. Ich glaube, der wird immer gelassen sein, wird eher so, der wird so einen Handgelenk-Move machen, so einen Fingerschnipsen und irgendwas Überkrasses passiert. Sowas wünsche ich mir. Also ich wünsche mir jetzt nicht so einen All-Out-Opa, der da mit Haki um sich kämpft und krass brawlen kann. Ich wünsche mir eigentlich so einen überalten Ficker, der mit Telekinese alle platt macht. So sehe ich die Gorosei in meinem Kopf, Leute. Also ich will mal gucken, was Oda da geplant hat mit denen. Das könnten auch Kriegsgötter sein.
Das ist ja auch von den, also das sind ja auch Himmelsdrachenmenschen. Höchstwahrscheinlich, ne? Also wenn das die höchste Autorität ist so und die, wenn die Sankt Jay Garcia, das sind ja auch diese Himmelsdrachenmenschen so. Eigentlich sind das ja, Himmelsdrachen sind ja eigentlich alle vom Schlag so, alles Loser so fast, also. Und das sind die einzigen, die man so andersweise ernst nehmen kann. Also die halten hier für die Himmelsdrachen die Fahne hier hoch. Das ist echt. Moin Theo, darf ich dir mal einen One Piece Rap Song schreiben? Aber klar, life is easy, mach das. Ich habe ja auch ein paar Anime- oder One Piece Rap Kollegen sogar, Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Kannst dir mal was schicken oder so. Wer wird wohl dann Mars sein? Oder Venus? Oder Merkur? Ja, es gibt da halt die Reihenfolge, wie die zur Sonne stehen, die Planeten. Und es gibt halt auch das Enthüllungspanel von den Gorosei, wo die halt das erste Mal aufgetaucht sind. Und da ist halt dieser Saturn auch genau rechts, also genau an der Stelle, wo auch der Saturn-Planet wäre. Und da könnte man vielleicht schon wieder, da kommt vielleicht Odas Genialität wieder durch, dass diese bei dem ersten Panel, wo man die gesehen hat, in der Reihenfolge schon aufgerichtet sind. Und vielleicht stimmen die Namen dann auch. Also ich mache nächste Woche ein Video, da wird ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, Leute. Also das ist eigentlich eine Theorie und das ist auch so ein Oda-Move eigentlich. Das ist genau so ein Oda-Move. Von links nach rechts, genau. Was hat der Gorosei mit Vegapunk zu tun gehabt? Ja, damals, sie haben sich getroffen. Also, die haben ihn halt und seine Mads-Truppe festgenommen, weil Vegapunk den Bauplan des Lebens mit seiner Truppe rausgefunden hat, also künstliches Leben zu erschaffen wahrscheinlich. Und da wurden die festgenommen von der Weltregierung und wahrscheinlich haben die dann irgendwie eine Audienz bei den fünf Weisen bekommen oder sowas oder wurden da denen vorgeworfen und sollten dann Rede und Antwort stehen und dann wurde denen wahrscheinlich dieses, von den Gorosei vielleicht angeboten, dieses Eckert, Labor gedöns so und dann aber für die Weltregierung. Ich glaube, sowas war das. Muss es gewesen sein. Und dann nie wieder. Und dann nie wieder, Leute. So, dann haben wir LMP99 mit 25 Euronen. Ich danke dir vielmals, Digga. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Moin Theo, bester Mann. Gönn dir heute mal einen Döner und Dürüm auf meinen Nacken. Ey, ich habe gestern so reingeschissen mit Essen. Also wirklich massiv reingeschissen. Also ich habe 3 Pizzen gegessen, 2 Burger, Pommes. Ach, diese Werthers Original, kennt ihr diese Karamell-Popcorn, Digga? Boah, hab ich auch so eine Tüte weggefetzt und so. Ich habe gestern so viel Scheiße gegessen, Mann. Wirklich, waren locker 4000, 5000 Kalorien. Katastrophe, also ich darf mir heute eigentlich gar nichts gönnen, LMP. Aber mal gucken, irgendwas muss ich essen. Hast du die Leaks gesehen zum Anime, wie Ruffy in Gear 5 aussieht? Nein, und die gibt's auch nicht, die sind wenn fake. So. Theo hatte gestern einmal erstmal eingesmoked. Ach, Digga. Die kommen richtig böse. Digga, Leute, jetzt schreibt ihr wieder. Wer hat das Popcorn, Digga? Oh, ich könnte mich da reinlegen, wirklich. Jeder ist perfekt ummantelt. So, jeder Popcorn ist perfekt. So, Peter Kirch-Ebner, vielen Dank fürs Mitglied werden. Und alias Mr. Second, vielen Dank für die Spende. Er schreibt, die 3 antiken Waffen und die 5 Weisen. Planeten, Ruffy die Sonne, Blackbeard ein schwarzes Loch. Entweder das oder halt der Mond irgendwie, ne? Also, es gibt ja dieses Bild als Kind, wo Blackbeard saß und geweint hat, so, was Oda gezeichnet hat. Da war halt auch der Mond zu sehen. Blackbeard hat nie geschlafen. So, das, also dieses Bild, wo er als Kind da weinend sitzt und der Mond am Himmel ist halt so für mich, er ist ein Kind, er sitzt, es ist nachts, deswegen der Mond, und er schläft nicht, so. Also, es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Ich bin gespannt, wie Oda das verknüpft oder ob Blackbeard wirklich mit dem Mond irgendwas noch, also. Es wäre irgendwie geil, ne? So Ruffy Sonne und Blackbeard dann irgendwie Mond, aber dann müsste die Finsternisfrucht auch irgendwie eine mystische Zoan sein oder sowas und auch eine Mondgott oder sowas. Da gehen jetzt viele von aus, aber weiß ich nicht. Und das Ding ist ja auch, die Finsternisfrucht, das hat ja Blackbeard selber immer gesagt, dass die anders funktioniert wie, das ist ja, soll ja eine Logia sein, aber die funktioniert ja komplett anders. Er kann ja nicht zu diesem Element werden und sich so verdünnisieren, so wisst ihr, in schwarzer Materie. So. Er ist ja, das ist ja komplett anders. Es ist ja nicht wie eine Logia so. Und das ist für mich eigentlich schon so, Logia ist ja, du wirst zu diesem Element so. Und die Finsternis ist ja eigentlich kein richtiges Element und er kann auch nicht zu diesem Element werden. Deswegen ist das fast schon für mich, das ist eine mystische Logia. Eine mystische Zoan. Einer schreibt es hier. Aki-N. Vielleicht eine mystische Logia. Also sowas haben wir noch nie gehört. Das soll es auch nicht geben, glaube ich. Aber müsste es eigentlich sein, weil das ist ja kein Element, kein richtiges Element. Reales Element, so wisst ihr. Jetzt Finsternis so, deswegen. Weiß ich nicht. Kennst du diese Karamellwaffeln? Yay, ich kenne die. Oh, diese Karamellwaffeln, diese kleinen roten. Ey, die sind so lecker. Die gibt es ja auch Honigwaffeln, ne? Aber diese in Karamell sind noch krasser. Aber die haben so viel Kalorien. Also die haben gestört viel Kalorien. Die kannst du nicht essen. So ein paar Waffeln, so 5 kleine dünne Waffeln haben so irgendwie 1000 Kalorien. Völlig verrückt. So,
Dann haben wir sinnlos die Hipster. Vielen, vielen Dank. Das Ende der heutigen Folge war so geil animiert. Ich werde es gleich sehen, Leute. In einer halben Stunde oder so reagiere ich mit Ruffy drauf. Direkt nach dem Stream, Leute, gehen wir rein in die Reaction. Ich bin so gehypt. So, dann haben wir Nika T. The Seeker. Ah, jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen, ne? Es tut mir leid. Nika The Seeker. Endlich habe ich es rausgesprochen. 5 Euro. Dankeschön. Moin Theo. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke, danke. Der Eckhart Arc ist bisher mega geil. Finde ich auch. Wirklich, der ist absolut geil. Wie ist deine Meinung dazu bisher? Mach weiter so. Also ich vergleiche das so ein bisschen wie der Zoo-Arc. Das war ja auch nur so ein kurzer Arc. Die Minks, bla, Informationen. Man hat nur Infos bekommen über die Road Poneglyph, über Big Mom, über Kaido, gefühlt. Einfach nur Infos bekommen. Aber, also das ist ja noch viel krasser jetzt, Eckert, ne? Also das kannst du ja fast nicht mehr vergleichen mit Zoo. Ich habe Zoo immer richtig gefeiert, so als kurzen Info-Arc. Aber Eckert ist ja noch viel krasser. Die kommen an. Es gibt noch viel krassere Enthüllungen. Jedes Chapter sind krasse Enthüllungen, die Major-Enthüllungen, die wir seit 15, 10 Jahren mit uns rumtragen oder 20 Jahre mit uns rumtragen in One Piece. Die werden hier enthüllt mal eben so. Plus krasse Charaktere tauchen auf. Vegapunk werden enthüllt. Rob Lukis Comeback. Also sind so viele geile Sachen. Und jetzt kommt noch ein Gorosei, Leute. Also, und es ist immer noch nicht vorbei. Also, was ist denn Eckert für ein kranker Arc, ne? Also, Eckert fängt auch an. Also, wie Eckert anfängt und wie es bis jetzt ist. Ich will nicht sagen, es ist mein Lieblings-Arc, aber also der Arc ist doch, also der fängt doch also krasser an als Wano. Ne? Wano hat ja eher so an der Küste, Slow, erstmal Kuritown, erstmal diese, wisst ihr, diese ganzen Dörfer, Udon-Gefängnis, das hat ja erstmal 2-3 Jahre gedauert, bis es erstmal so richtig krass wurde, fand ich jetzt Wano. Also bis es richtig, richtig krass wurde. Und das ist ja jetzt nur Schlag auf Schlag überkrank. Also eigentlich ist, man ist jetzt so mittendrin und man kann das noch nicht richtig einschätzen, weil man noch gefühlt gerade so in diesem Arc ist. Aber ich sag euch, der Egghead-Arc ist fast einer der geilsten One Piece Arcs, muss man sagen, oder? Der ist so kurz und knapp und weiß ich nicht. Es ist so Schlag auf Schlag nur Enthüllungen. Das ist, ich kann das nicht mal richtig als Arc sehen. Aber es ist eigentlich, ist ja ein eigener Arc und der ist absolut geil. So. Dann haben wir von JB, vielen, vielen Dank, Video-Idee. Wie wäre One Piece verlaufen, wenn Ruffy tatsächlich ein Klon wäre? Also erstmal, vielleicht wissen wir es noch nicht und er ist es, aber also von Vegapunk geklont, um das One Piece zu finden. Ah, ist halt die Frage. Würde das so viel ändern? Ich glaube, am Ende des Tages ist die Lehre in One Piece, dass das nicht viel ausmacht. So, sondern eher, keine Ahnung, dass jeder für sein eigenes Schicksal dann letztendlich verantwortlich ist und nicht für die Sünden seiner Vorfahren einstehen sollte. Das sind immer diese One Piece-Lehren, wisst ihr so? Gerade dieses nicht für die Sünden einstehen, so seiner Vorfahren. Ich glaube, das ist so dieses Hauptding auch. Auch bei Ace und so, mit Roger war das ja auch so. Und ich weiß nicht, ich glaube so. Keine Ahnung. So, Leute. Dann haben wir von Apo Jackson, vielen Dank für die Spende. Grüße aus Amsterdam. Ist Shanks Prime Rayleigh Level? Ja, also ich würde sogar sagen, Shanks Prime. Shanks ist jetzt gerade in seiner Prime. Shanks ist jetzt gerade so stark wie noch nie, glaube ich. Ich würde sagen, Shanks ist sogar jetzt stärker als Prime Rayleigh. Oder? Ist Shanks stärker als Rayleigh? Jetzt ja, Rayleigh meint ja schon so, er kann es vielleicht mit Blackbeard nicht aufnehmen, so, er wusste es nicht, ob er es schafft und so, jetzt gerade in seinem Zustand so. Aber, Leute, natürlich, Shanks muss stärker sein als Rayleigh. Sogar als Prime Roger. Na, das ist, da, die sehe ich so auf einer Stufe dann jetzt so. Nein, Leute, also ihr könnt, hört doch auf jetzt, Rayleigh ist überkrass, Rayleigh ist auch für mich so auf Admiralslevel, so wirklich immer noch vielleicht so. Aber nicht Prime Rayleigh. Also die ältere Generation war überkrank. Aber es heißt ja auch immer, dass die neuere Generation die alte übertrifft, auch in Sachen Stärke so. Und ich glaube, dass genau das auch, dass Shanks einfach ein Ticken stärker ist. Aber das kann man schwer sagen, ne? Dann haben wir Kako Marco D. Vielen, vielen Dank. Könnte ein Klon, ein Seraphim, mit Trafalgars Frucht die Unsterblichkeitsoperation vollziehen? Boah, wenn jetzt durch das, also ich glaube nicht, weil die Seraphims sind ja verbunden mit dem Green Blood, mit dem echten Nutzer. Und würde der jetzt, würde der Seraphim, stell dir mal vor, der Seraphim würde die Operation der Unsterblichkeit durchführen, dann würde Lore, glaube ich, sterben. Oder? Ich weiß nicht, weil die ja so verbunden sind dann, die Kraft. Also das ist wirklich noch eine Thematik, keine Ahnung. So, einmal kurz, gut, dass ich noch dran denke. Es gab diese Stelle, wo Lilith, also diese eine Vegapunk-Tante, da angegriffen wurde. Von dem Mihawk-Seraphim. So, und der hatte einmal so ein Fadenkreuz, so. Und da dachten viele in der Community, dachten, WTF,
der hat die OP-OP-Nomie, weil das ist hier Gamma Knife oder wie heißt das? Ich glaube, es ist Gamma Knife, wo dieses Fadenkreuz auch gezeigt wird, ne? Bei Lore, jetzt es gibt so einen Angriff bei Lore. Ich glaube, es ist Gamma Knife, wo das gezeigt wird, dieses Fadenkreuz. Und viele dachten, okay, das ist dieses Fadenkreuz, was Lore immer hat, so wenn er da seine Kraft benutzt. Injection Shot, ja, sorry, Leute. Stimmt. Die Lore-Ultras sind hier im Chat, die direkt in die Bresche springen für den falschen Angriff, ja. Aber es ist nicht so, Leute. Das ist einfach nur dieser Pazifista-Sensor, den, also 1 zu 1 kannst du das Fadenkreuz übernehmen von den Pazifistern, von Saborich Epil. Also es ist nicht Lore, Leute, es ist nicht Lores OP-Opinomie, die der Seraphim hat. Ich hab's auch erst gedacht. Ich war auch erst auf dem Train, aber dann wurde ich... Ich glaube, Oberle, du hattest das gepostet, ne, mit den Pazifistern auf Twitter. Da habe ich das gesehen. Ich war erst Team OP-Opinomie, aber es sieht einfach genau gleich aus wie bei den Pazifister-Scoutern, genau. Die das genau einschätzen können. Stefan Fischer, vielen, vielen Dank. Was für eine Fähigkeit haben die fünf Weisen? Alle Haki-Arten erweitert? Und was noch alles? Kann mir echt nur schwer vorstellen, was die drauf haben sollen. Das ist halt wirklich die Frage und wir werden es halt bald beantwortet kriegen. Ich kann jetzt auch nur mutmaßen, ja. Ich kann nur sagen, keine Ahnung. Also ich denke, die haben überkrasse Fähigkeiten, die antiken Waffen gleichkommen. Also irgendwie, wenn sie nur aus Fleisch und Blut sind, keine Teufelsfrucht haben, nicht Haki beherrschen und sich jetzt nur darauf verlassen, dass Kizaru ihn jetzt da schützt, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben richtig was drauf. Und Leute, alte, vernarbte Opas in Animes und Mangas. Das reicht, glaube ich, als Argument. Radon, Digga, vielen Dank für den Zehner. Du sagtest, Kuma könnte die Strohhüte nochmal trennen. Ah, das würde Ruffy kein zweites Mal zulassen. Ja, das wäre echt so ein Moment, das geht nicht. Diesmal auch Zorro frisch am Start, denke ich nicht. Gönn dir einen Döner, Bro. Danke, danke, danke. Mach ich auf jeden Fall. Also, ich glaube auch nicht, dass sie getrennt werden. Wen könnte man aber trennen? Man könnte vielleicht Vegapunk oder so. Ja, weiß ich nicht. Dass sie jetzt den Kuma benutzen, um die Strohhüte zu trennen. Aber ein vielleicht, so wisst ihr, das wäre geil. Aber ja, du hast recht, also das würde Ruffy nicht mehr zulassen. Das wurde auch so oft wieder aufgegriffen, dieser Moment so, seine Freunde zu verlieren und bla. Und er konnte nichts machen und Kuma hat die... Das wurde ja immer wieder aufgegriffen, auch als dramatisches Erlebnis so. Und wenn das jetzt nochmal passiert so, eigentlich wäre das so, keine Ahnung, eigentlich geht das nicht. Eigentlich könnte Oda das nicht machen. Das wäre keine Entwicklung, wisst ihr. So, flacher Rücken, vielen Dank. Moin Theo, kennst du das Video zur Theorie vom Ende von One Piece? Ich kenne mehrere, wo gesagt wird, dass Franky demnächst die Frucht von Kuma kriegen soll. Die kenne ich. Also ich kenne nicht das Video. Ich kenne da das, ich glaube, das ist ein Reddit-Beitrag, ne? Das geht so zur Zeit so rum, ne? Ey, vielleicht gucke ich mir das mal an nächste Woche oder so. Weil es gibt so eine Übertheorie, wo jemand sagt, der... Wieder, Leute, wie oft gab es das schon in meiner Laufbahn? Es gibt jemanden, der hat Kontakt zu Oda oder bla und der hat das Skript und der hat irgendwelche Infos und bla. So echte Infos aus Odas Hand, so. Was passiert so und... Da gibt es halt Dinge, die er predicted hat oder die da schon drin standen, die jetzt gerade genauso eintreffen, die maximal wieder an den Haaren herbeigezogen sind eigentlich. Die jetzt aber genauso eintreffen und deswegen gehen viele davon aus, okay, das und das passiert jetzt. Ich habe das, glaube ich, geschickt bekommen. Und wenn einer, hat einer dazu diesen Reddit-Beitrag oder sowas, kann mir den jemand auf Twitter als Privatnachricht schicken. Ich würde dazu gerne ein Video machen, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde. Ich habe da aber kurz reingeguckt einmal, als ich es gesehen hatte und da stand halt auch drin, dass Franky die Frucht von Kuma kriegen soll und es sieht ja jetzt gerade auch so aus, dass Franky stirbt, ne? Leute, ich habe gesagt, ich bin müde und verwirrt, dass Kuma stirbt. Franky stirbt nicht, Leute. Hey, Digga, ich bin so verwirrt, die ganze Nacht Monster Hunter gespielt, Digga. Wirklich, Franky stirbt, Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. So, dann haben wir Peter Kirchebner nochmal mit 20 Euronen, ich danke dir. Ich hab's dir per E-Mail geschickt. Ja, okay, vielen, vielen Dank, Adonis. Dann guck ich da mal rein, wenn du es ernst meinst. F an Franky, genau. Bin seit Episode 1 auf RTL Fan geworden. Safe, bei mir genauso. Vielleicht nicht ab Episode 1. Ich habe irgendwann reingeschaltet und fand's dann interessant. Top-Videos, ich danke dir. Denkst du, die Gorosei haben Teufelskräfte oder alle Königshaki? Oh, Königshaki ist halt so ein Ding. Könnte ich mir fast auch vorstellen. Obwohl, 5 Könige da oben, das wäre schon krass. Und dann auch Imsama. Das wäre vielleicht ein bisschen too much Königshaki. Oder doch Kräfte, was wir noch nicht kennen. PS, danke schon mal für deine Antwort. Also ich sehe die Gorosei eher als Leute mit Fähigkeiten, die wir noch nicht kennen. Also entweder mystische Zoan-Kräfte, sowas wie Sonnengott Nika, so, die haben alle solche komischen Gottheitsfrüchte so. Sowas vielleicht wie auch, vielleicht sowas in der Art wie auch Sengoku hat, so. Der ist ja auch Buddha, ist ja auch eigentlich mystische Zoan, auch eine Gottheit so.
Vielleicht haben die auch solche Gottheitsfrüchte. Von so wie Sengoku. Mit so einer Buddha-Frucht. Andere Gottheiten vielleicht, jeder. Das könnte ich mir vorstellen. Dass sie nur mit Haki kämpfen. Vielleicht ja auch das. Vielleicht verlassen die sich nicht auf Teufelsfrüchte und sehen das auch so als... Ah, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Ah, ich kann es mir... andere Fähigkeiten. Was gibt's denn noch für andere Fähigkeiten? Antike Waffen kennen wir halt nicht. Und diesen Laser, der da kam von Imsama. Vielleicht sowas, dass sie alle sowas in der Art haben. Keine Ahnung. Alles Mr. Second, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass der Ace Arc... Schreibst du da? So eskaliert. Was bedeutet, dass die Kopfgelder... Ey, wenn die jetzt entkommen, mit Vegapunk, die Seraphim vielleicht nicht, mit Vegapunk, mit Stussy entkommen die Ströte vor dem Gorosei, vor Kizaru und CP0 besiegt. Digga, das Kopfgeld muss dann ja nochmal anders explodieren, oder? Also 3 Milliarden jetzt von Ruffy. 3 Milliarden von Ruffy. Nach Kaido ist das aber noch so krass jetzt. Schon, aber es wäre so ein 4 Milliarden Kopfgeld dann, finde ich, oder? Für Ruffy. Wenn er da nochmal entkommt jetzt, wäre das so ein 4 Milliarden Kopfgeld. Digga, geisteskrank. Dann haben wir Summit Hunter, vielen Dank. Findest du One Piece nicht langsam auch zu verrückt? Nee. Es war ja klar, dass das irgendwann, dass diese Major Mysterien noch enthüllt werden und so. Und dass die halt nicht mit 0815 Sachen erklärt werden, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen und so. Verrückte Sachen wie Klone oder dass der jetzt Saturn heißt und dass das Weltall langsam so reinkommt, was wir schon auch länger predicted haben, so. Und Seraphims und so, das ist schon ein bisschen crazy so, ne? Nicht mehr so One Piece-like, also nicht mehr Alabasta, Orange Town oder, wisst ihr, so Arlong Park-mäßig. Das ist klar, dass es nicht mehr so ist, Leute, aber ich find's geil. Ich find's noch völlig in Ordnung, was für ein Ausmaß das annimmt. Also ist jetzt nicht, oder? Ist jetzt nicht zu crazy. So, also wenn man eine Insel zerstören kann mit einer Fähigkeit, dann bist du in One Piece ein maximal krasser Ficker, oder? Es ist noch nicht so, dass du mit einem Fingerschnipsen Freezer-like einen Planeten platt machst. Also so ist es ja noch nicht, Leute. Viele sagen immer so, dass es fast so wirkt, aber es ist zu Dragon Ball-like und es ist fast negativ behaftet, sagen viele. Also im Anime sind die Animationen einfach geisteskrank, wie das dargestellt wird. Aber trotzdem kämpfen die ja eigentlich nur da oben auf Onigashima, auf dem Schädel, und es ist ja jetzt, es wird krass dargestellt als sonst was, aber es wird halt heißer gekocht, als es eigentlich da gegessen wird, so theoretisch, wisst ihr? Das wirkt so, als könnte Ruffy und Kaido da Planeten zerstören, aber eigentlich, wisst ihr, ist das Ausmaß eigentlich kleiner, so vom Ding her. Die kämpfen da auf so einem kleinen, ist ja nicht so, wisst ihr? Die könnten nicht Wano Kuni jetzt einfach zerstören. Das ist zu krass. So, dann haben wir noch die letzte Spende von Peter nochmal. Der schreibt, der Gorosei kommt auf Egghead an, Shanks segelt wieder auf Just for Fun vorbei, macht Königshaki auf die Marine und den Gorosei segelt wieder weg, dann wird's ein Meme. Also das, ja, das könnte ich mir nicht vorstellen, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass Shanks jetzt nochmal auftaucht? Also, ich habe Shanks gefühlt, er ist abgeschrieben fast schon, so, seitdem wir ihn einmal ganz kurz gesehen haben. Also, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass Shanks da jetzt noch irgendwie zur Rettung kommt. Obwohl Shanks ja wahrscheinlich die Gorosei irgendwie, in Schacht halten kann, so, ne? Ja, Leute. Geisteskrank, so, ey. Geisteskrankes Kapitel, Leute. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin echt ein bisschen müde und kaputt. Aber nicht schlimm. Ich muss gleich noch reacten mit Ruffy auf die Folge und ich bin maximal gehypt, Leute. Wirklich, ich hab richtig Bock drauf. Und deswegen schaltet auch bei Ruffy ein, wenn er heute streamt, heute Nachmittag auf Twitch. Da werde ich vielleicht auch dabei sein. Ich hoffe, dass ich es schaffe heute. Aber ich denke schon. Und dann, reden wir dann nochmal über das Chapter wie jetzt so, aber nochmal mit Ruffy zusammen. Wie läuft Sport? Oh, Leute, eigentlich ganz geil, aber ich fress halt so viel Scheiße. Und dann läuft Sport nicht gut. Auch wenn es eigentlich gut läuft, aber wenn man Scheiße frisst, dann fühlt man sich halt, wenn man Kraftsport macht, so fühlt man sich einfach, weiß ich nicht, ich fühle mich dann immer scheiße. So, Leute, ey, macht's gut, wir hören uns nächste Woche Pause, ne? Also nächste Woche haue ich die Videos raus zu den Gorosei, und zu dieser Monster-Theorie mache ich auch nochmal meine Meinung. Es kommt auch nächste Woche, Anfang nächste Woche erstmal ein Placement auf euch zu, Leute. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Vielen Dank an die Spenden nochmal, Leute. Ihr wisst, vielen Dank.